Peace Leute, was geht ab? Hier ist euer Bus- und Bahn-Experte. Leider kommt jetzt momentan kein Video Livestreams mehr, weil ich bin so dumm. Ich bin so dumm. So dumm. Ja, ich bin so dumm. Ich versuche die ganze Zeit meine PS4 leiser zu bekommen, weil das ja bei euch im Video und Livestream nervt. Versuche ich die ganze Zeit. Habe ich über YouTube nachgeguckt, ne? Da wurde gesagt, dann geh bitte mal, mach die PS4 aus. Wenn die aus ist, halte das gedrückt. Wenn es zweimal gepiept hat, direkt loslassen. Und ich bin so dumm. Habe ich gemacht. Dann geh bitte zu PS4 installieren. Da kannst du die PS4 leiser bekommen. Habe ich gemacht. Was macht? Dann drückt die PSN-Taste. Bitte Sprache Deutsch. Habe ich gemacht. Habe ich alles gemacht. Dann bestätigen und dann habe ich alles gemacht. Und weißt du, was dann passiert ist? WLAN verwenden. WLAN verwenden. Ja. Habe ich WLAN eingegeben und so, ja. Gebe ich WLAN ein. Für euch bin ich gleich wieder da, weil ich muss im WLAN hingehen. So, WLAN eingegeben, alles gemacht jetzt. WLAN eingegeben, was jetzt kommt, müssen wir noch warten. Netzwerk, komm, Geburg wird geprüft. Nein, ich habe keine PlayStation-Kamera. Muss Deutsch. Berlin. Ja, Berlin. Ja, 13.6. So, jetzt starten. Pass mal auf, was passiert ist. Nur das. YouTube will zu dieses Video machen. Und das YouTube, das hilft nicht, was der für Videos macht. Das hilft nicht. Und ihr sagt ja, damit kann man die PS4 leicht machen und dazu habt ihr auch den alten Account noch. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns veräppeln? Das funktioniert nicht. Ihr könnt... Das funktioniert nicht. Ihr kriegt auf einmal einen neuen Benutzer. Deswegen kommt kein Livestream. Ich muss... Das dauert, ich glaube, so 2 bis 3 Wochen. Ja. 2 bis 3 Wochen dauert's. So, meine ganzen Trophäen sind weg.
Meine ganzen Trophäen. Alles. Den Battle Pass. Alles weg. Und ich gucke die ganze Zeit, wie kann man das wieder zurückholen? Man muss bei PlayStation anrufen. Ja, Verwaltung davon. Ich hasse es. Dann solltet ihr mal besser überlegen, wie man das macht. Ich gucke die ganze Zeit, hä? Das geht doch nicht. Ich muss mein Handy mit anschließen. Geil. Ich habe keine Ahnung. YouTube. So, die das Video gucken. Könnt ihr mal Tipps schreiben, ob ihr das auch schon mal hattet? Wenn ja. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Oder wenn nein und euer Kollegen hat PS4, könnt ihr den dann fragen und dann in die Kommentare schreiben, ob der das schon mal hattet. Dann könnt ihr mir mal Ratschläge geben, wie das geht. Und ja. Sonst müsste ich bei der PS4, bei PlayStation Netzwerk anrufen, dass mein Account weg ist. Und ja. Ganzen Account ist weg. Ja, ich verstehe kein Englisch. Und ja, das wäre sehr, sehr, sehr lieb. Ich würde einfach mal sagen, ich versuche es jetzt nochmal und dann rufe ich bei PS4 an. Netzwerk an. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bis dahin, ciao. Ich habe was gemacht, Leute, lasst ein Like da. Und halt die Klappe, Lilly. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr neu seid. Und die neuen, die meinen Kanal reingefunden haben und die gerade das Video auch angucken, die neu reinschalten. Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare unten schreiben, was die, wie das geht jetzt mit wieder neu seinen alten Account wieder zu bekommen. Und ja, bis dahin lassen die Glocke da, der kommt, ihr wird immer benachrichtigt. Ich muss einmal in YouTube rein und dann auf die Glocke gehen, weil ihr wird nicht automatisch benachrichtigt von YouTube auf euer Handy, sondern ihr müsst auf YouTube rein, dann auf die Glocke gehen, dann zeigt die ganzen Videos an, die
gekommen sind, die nachrichtigen und die neu sind. Und ja, dann kommt halt wir halt und ich würde einfach mal sagen, bis dahin, ciao, euer Bossmann-Experte, ciao.